Hallo Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play BeamG Drive. Ja, wir werden heute nicht weiter den Golf Caddy crashen, weil der einfach nicht wirklich gut zum Crashen ist. Und ja, der einfach nur relativ langsam ist. Wir werden dafür heute aber eine neue Mod nehmen, einen neuen Mod benutzen. Und zwar den... Wo ist er? Gavril D-Series Crew Cap gibt es hier in vielen verschiedenen Varianten. Wir nehmen einfach mal die normale. Und ja, der ist ein verlängerter D-15. So. Hier sehen wir es hinten. Da ist noch Platz für andere Leute. Ist ganz cool. Ja. Wie man natürlich nie getestet. Nie getestet. Das erste Mal, dass ich selbst sozusagen im Spiel sehe. Und ja, das Ganze wurde von einem Zuschauer sogar gemacht, vom Squidcraft. Ich habe den wissentlich jetzt auf jeden Fall noch nicht in einem der YouTube-Kommentare gesehen. Ich weiß gar nicht, vielleicht hast du einen anderen Namen. Falls du einen anderen Namen hast, kannst du dich ja einfach mal melden, wäre nice. Und ja, wir werden das Ding natürlich heute zerstören. Wir werden deine ganze Arbeit zerstören. Ich will kurz gucken, ist das ein extra Crew Cap? Oh ja. Gut, dann... Ist auch alles J-Beam, alles richtig gemacht. Ich bin gespannt, wie es sich crasht, das Teil. Oh! Und da haben wir es auch schon gecrashed. Aus Versehen, aber wir haben es. Und der Wagen sieht irgendwie ziemlich geil aus. Hab ja sogar in der letzten Folge noch gesagt, wir müssen mal mehr den Pickup benutzen. Und jetzt machen wir es. Halt eben in einer modifizierten Version, aber trotzdem machen wir es. So. Crasht auf jeden Fall sehr schön. Schon nice. Nur diese Kamera kommt mir ein bisschen zu nah vor. Oder kommt es an mir nur so vor? Ich weiß nicht. Kann man ja auch gleich mal vergleichen. Aber es ist auf jeden Fall ein schönes Auto. Gefällt mir. Hast du super gemacht. So, oh. Und jetzt geht's ins Wasser. Wird die Maschine abgewirkt? Ja. Maschinen abwirkt. Wir können ja mal einfach mal da hinten lang fahren. Oh. Autsch. Das war unangenehm. Aber wir können noch fahren, glaube ich. Nein. Also ich wollte jetzt eigentlich da hinten lang fahren und dann von dort aus springen, wie wir es schon häufiger gemacht haben. Das war knapp. Also da in die bewaldete Gegend. Vielleicht schaffen wir es ja sogar über den Baum. Damit rechne ich nicht. Nein, aber wir schaffen es genau auf dem Baum. In den Baum. Gegen den Baum. So, jetzt habe ich es. So, da waren wir zu schnell für BeamG. Ach nee, das lag am Baum. Ja, aber das sieht schon ziemlich gut aus. Warum haben wir kaputte Scheiben? Ich will keine kaputten Scheiben. Das war jetzt gefährlich. Aber. Wir können den ja auch gleich mal vielleicht auf einer Offroad-Map benutzen. So, aber davor will ich mal da hinten so schräg gegencrashen. Nein, nicht getroffen. Gar nicht getroffen, scheiße. So, bremsen. Hat Eingang. Interessant. 4, jetzt. Ach, Rückwärtsgang war das. Klar. Gibt's eigentlich Autos, die mehr als einen Rückwärtsgang haben? Glaub nicht, oder? Wäre lustig. Ich sehe mal vor, man könnte da so noch verschiedene Rückwärtsgänge. Da haben wir es ziemlich gut drüber geschafft, aber da werden wir es jetzt nicht so leicht drüber schaffen. Zumindest nicht ohne Beschädigung. Wie schnell fahren wir denn? 115. Oh. Das tat weh. Aber gar nicht mal so krass beschädigt. Naja, wir gehen mal auf eine andere Map. Eine Offroad-basierte Map, welche ist ja. Komm, jetzt benutzen wir mal den Canyon. Ups. Habe ich auch letzte Folge angesprochen, dass wir ja den Canyon gar nicht benutzen. Jetzt können wir es ja machen, ne?
Morgen kommt übrigens wieder Dead Space. Ist jetzt lange ausgefallen, warum gibt es dann da eine Erklärung? In Dead Space. In Dead Space oder bei Dead Space? Egal. Wie nehmen wir die Sportvariante? Wie sehen die eigentlich. Das sieht irgendwie nice aus. Wie sieht denn die Offroad-Variante aus? Nice. Und scheint einen besseren Motor zu haben als der normale, die 15. Aber liegt natürlich auch daran, dass er einfach mal mehr wiegt. Oh. War aber nichts Schlimmes, es war nur ein kosmetischer Crash. Muss ich überhaupt jetzt erstmal auf eine Straße kommen? Oh. Wo sind denn die Straßen? Schafft auf jeden Fall relativ gut hier alles. Hier könnten wir uns jetzt eine Beschädigung holen, die tun wir gar nicht. Am Rad, doch da haben wir uns jetzt beschädigt. Oh, und jetzt crashen wir hier runter. Das ist nicht gut. Da hat uns der Baum aber gehalten. Straße. Wir suchen einfach mal eine Straße. Und dann mit Straßen meine ich jetzt auch eine richtige Straße, nicht solche Canyon-Pässe. Stoppt aber kurzer Lack, tut mir leid. Hier. Dann gehen wir da hinten hin. Wie schnell die Kamera mal wieder ist. Ich muss sie so ein bisschen schneller machen. Und F7. Falsche Richtung. Ja, aber es dürfte noch einiges schwerer werden, sich hier auf der Straße zu halten. Vor allem, wenn da ein Stein auf der Straße ist. Komm, dreh dich wieder. Okay, da hat es sich nicht gedreht. Naja, wir nehmen die Sportvariante einfach mal. Irgendwie spackt bei der Tastatur aber rechte Shift-Taste. Manchmal geht die nicht runter, aber egal. Darum geht es nicht. Es geht darum, diesen schönen Wagen zu crashen. Irgendwie die. Ich glaube, die sind untexturiert jetzt gerade, die Reifen, aber die sehen irgendwie so geil aus. Oh, da habe ich gerade nicht hingeguckt. Das tut mir leid. Egal. Wir gehen jetzt. Nein. Ja. So, drehen. Fahren wir rechts. Oh, das war knapp. Das war fast, hätten wir uns überschlagen. So, schafft er hoch, gut. Das könnte jetzt zu Problemen führen, haben uns aber noch gerettet. Dann jetzt hier links. Klappt eigentlich gerade super. Oh. Da sind wir böse. Angeschlagen. Nein, wir fahren einfach mal wieder andersrum. Und dann da vorne fahren wir dann rechts. Um auch mal den anderen Weg zu sehen. Okay, das war jetzt auch wieder relativ knapp. Das dürfte jetzt zur Beschädigung führen, ja. Hängt jetzt unsere Stoßstange unten. Schaffst du? Wer schafft er locker? 20 km schafft das. Sag ich doch. Und jetzt geht's runter. Jetzt werden wir uns gleich ziemlich zerstören. Na okay, ziemlich war das jetzt nicht, aber ey, wir können noch fahren, oder? Die Beschädigung sieht cool aus. Ja, bei den Standardautos sieht man erst immer wieder, wie eigentlich. Wie schön die Zerstörung im BMG sein kann. Klemmt das hintere Rad?
Das scheint irgendwie Probleme zu machen. So. Dann hier einmal auch rüberspringen. Oh, hier kommt eine lange gerade Straße. Also fast gerade Straße. Jetzt werden wir schön trashen. Böse. Das war gar nicht gut. Hey, jetzt haben wir Busch im Auto. Die Topfpflanze. Egal, wir werden jetzt uns einfach mal. Ja, wir werden uns jetzt hier einfach mal runterstürzen. Okay, das war nix. Ich wollte ihn eigentlich komplett runterfallen lassen. Da müssen wir wohl ein bisschen mehr Schwung mitnehmen. Shit. Klimmer da? Nee, ich dachte schon, wir klimmen jetzt da an diesem Stein. Und jetzt geht's runter. Egal, was machen wir jetzt? Was machen wir? Oh, hier bietet sich doch super an zum Runtercrashen. So haben wir uns schon ein bisschen beschädigt, aber das geht noch. Ist noch im Rahmen des Akzeptablen. So. Da kriegt's die Motorhaube, kriegt's hier ab. Überhaupt die Front. Die kriegt's hier ganz schön ab heute. Ah, die Stoßstange klappt, ne? Ach, blöde Stoßstange. Jetzt haben wir's. Gut. Und ein Überschlag. Da haben wir echt lange durchgehalten, mal wieder. So, hier rechts. Schlecht. Und da sind wir dann unten. Super. Hey, da ist hier die Straße. So, jetzt rückwärts runter. Komm. Jetzt geht's hier wunderschön runter. Und jetzt der Aufprall, der gut abgefangen wurde. Wie sieht denn eigentlich so die Strip-Variante aus? Oh, oh, oh. Halt uns da, oh, oh nein, nein. So, jetzt geht's runter. Das war schmerzhaft. Hätten es fast noch geschafft, uns da zu halten. So, die Stripped-Variante sieht wie folgt aus. Jetzt können wir noch die Crew Cap abnehmen. So. Und so sieht's jetzt aus. Jo. Naja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen. Downlink ist natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung. Und dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer GCG.